What we do here is go back, 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 back. Ja. Magnus und ich machen heute einen Tag zu zweit. Das heißt, Mathilda, Martha und Sarah machen separat was. Und Magnus und ich, wir wollen auf dem Marken hinterher noch zum Leuchtturm in Altenhafen. Aber zuallererst werden wir jetzt was frühstücken. Nee, aber kein Eis. Ich kann kein Eis essen. So, der Markt war zugegebenermaßen ziemlich scheiße. Also echt enttäuscht, weil er einfach nicht so groß war, wie ich dachte. Und auch irgendwie nicht. Es gab einfach nicht so viel zu sehen. So. Aber jetzt machen wir noch italienische Ampelabfahrten. Wir fahren ja mal mit dieser Bahn. Und wenn man da zu viel Geld einwirft, kriegt man kein Wechselgeld, sondern man kriegt ein Ticket und kann sich damit hinterher Geld erstatten lassen. Und jetzt finde ich gerade raus, wenn man dieses Geld erstattet bekommt. Bin ich echt gespannt drauf, wie easy das funktioniert, wie easy die Italiener da sind, dass ich mein Geld wieder kriege. Hier, Credito, 8 Euro. So, jetzt bin ich echt gespannt. Es ging jetzt überraschenderweise echt richtig schnell. Ich musste nur an den Schalter, ich habe direkt den Schalter zugewiesen bekommen, mein Ticket drüber gereicht und 8 Euro bekommen. Das war echt spitze. Das war wirklich super easy. So. Und jetzt probieren wir unser Erlebnis von dem Markt rückgängig zu machen und gehen zum Leuchtturm. Das heißt, wir laufen am Hafen eine ganze Strecke lang, das werden bestimmt 2-3 Kilometer sein, um zum Leuchtturm zu gehen. Da gucken wir uns das Leuchtturmmuseum an, ja? Vielleicht können wir sogar hochklettern. Das war aber in Pisa schon so eine Enttäuschung, also darauf wetten würde ich nicht. Klein hat man den Leuchtturm da vorne gesehen und genau da gehen wir jetzt hin. Das ist relativ weit, das sind fast 3 Kilometer von hier. Ich bin echt zu froh, dass ich den Wagen mitgenommen habe, damit ich mal schieben kann. Der kann schon lange nicht mehr laufen. Das ist echt verrückt. Von da oben, also unser da oben, da haben wir unsere Wohnung. Und die Fähren sehen von da oben so klein aus und die bewegen sich auch immer in Zeitlupe und selbst hier unten bewegen die sich noch in Zeitlupe. Aber weil man mit einmal sieht, wie groß die eigentlich sind, relativiert es das Ganze wieder. Die sind echt riesig. Von da oben sind die so klein, so klein. Hinter uns, da hinten, ist der Leuchtturm. Und kein Scheiß, wir kommen nicht ran, weil er nur samstags und sonntags und feiertags offen hat. So, jetzt sind wir eine ganze Weile gelaufen. Der Markt war nicht so toll. Der Leuchtturm hat zu. Aber dafür haben wir den ganzen Hafen gesehen, ja? Komischer Ausflug, ja, so läuft's manchmal. So, wir sind jetzt am Hafen und machen noch eine kleine Hafenrundfahrt. Ich habe eigentlich gesagt, dass es voll schwierig ist, Sightseeing mit Kindern zu machen, aber heute ist es echt frisch. Es hat sogar geregnet und bei dem Wetter kann man viel, viel besser Ausflüge mit den Kindern machen, die haben gute Laune. Und es macht viel mehr Spaß, also es liegt wirklich an der Sonne und da macht ja niemand gerne irgendwelche Ausflüge, wenn es tierisch heiß ist, geht man am liebsten an den See oder an den Strand. Ins Boot. Warum? Weil Bootfahren schön ist. So, wir machen jetzt eine Hafenrundfahrt. Martha ist müde. Ich probiere die ganze Zeit rauszufinden, wo da oben wir wohnen, aber ich sehe es einfach nicht.
ist das Schiff, was wir heute Morgen im Hafen gewendet haben. So, heute ist ja unser letzter Tag und wir wollten noch mal einen kleinen Ausflug zum Strand machen. Eigentlich wollten wir nach Nerfi. Da sind wir aber dran vorbeigefahren, weil wir den Strand nicht gefunden haben. Deswegen sind wir dann nach... Wohin? Nein, dazwischen waren wir noch woanders. Ja, dazwischen waren wir noch in zwei anderen Orten und jetzt sind wir gelandet in... Wie heißt es jetzt? In Kamogli. Was echt schön ist. Ziemlich schnell tief und dadurch werden die Wellen so extrem mächtig vorne, weil eigentlich sind die gar nicht so gewaltig. Das ist echt voll der schöne Ort. Man hat von hier oben eine fantastische Aussicht. Es ist heute auch gutes Wetter, man kann extrem weit gucken, weil es nicht so diesig ist. Und das ist echt spannend, das ist so ein altes Piratendorf, hat Sarah erzählt. Hier stehen noch die Kanonen. Da oben ist so eine alte, ich weiß nicht, Piratenburg. Und auf der einen Seite, da drüben, ist es voll belebt und Strand und hier ist mehr so, und hier auf der Seite ist mehr so Hafen. Das ist so ein echt ein schönes Örtchen. Das muss ich wirklich, wirklich, wirklich sagen. Gefällt mir. Zum Abschied macht Julius heute nochmal Pizza. Unser Urlaub ist morgen vorbei. Wir halten dann nochmal in Bayern, damit wir nicht ganz durchfahren müssen und treffen dann einen Kumpel, da dürfen wir übernachten. Dann geht es übermorgen zurück nach Berlin. Wir haben euch jetzt 3 Wochen mitgenommen. Ihr habt gesehen, wie unser Urlaub war und was wir alles gemacht haben. Und ich bin gerade ganz traurig, dass der Urlaub vorbei ist. Ich habe richtig so ein komisches Gefühl auf dem Herz und im Bauch und irgendwie könnte ich mich irgendwo hinlegen und heulen. Der Alltag war auf jeden Fall da, aber in diesem schönen, schönen Land Italien war es echt schön. Der zweite Stopp Richtung Nizza, also diese Städte Sanremo, Imperia und diese kleinen Dörfchen dazwischen, waren schon sehr touristisch und haben uns irgendwie nicht so richtig gut gefallen. In den 7 Tagen haben wir nicht so richtig unseren Rhythmus gefunden und nicht so richtig gelebt in unserem Alltag. Aber die erste Woche und die letzte Woche waren voll schön. Der Martha hat in der Zeit gelernt, sich hinzustellen. Stellt sich ganz alleine hin und dann wippt sie so und freut sich. Bald kann sie bestimmt laufen. Aufregend. Dass die Kinder zur Kita gehen und wann die beiden Streithälse ein ganz kleines bisschen weniger um sich drum herum hat, ist eine schöne Vorstellung. Aber noch weiter Urlaub machen alle 5 wäre auch schön. Irgendwie haben wir uns, glaube ich, auch, also die erste Woche war schon ziemlich genial in der Zeit, ich weiß auch nicht warum, aber da war irgendwie die Lage ziemlich ausschlaggebend für unser Glück. Es war nämlich wirklich alles schön, was wir da gesehen haben. Außer unser Ausflug nach Cinque Terre, nochmal verlinken zum zweiten Video. War das echt genial. Und das hat dann auch für gute Stimmung gesorgt. Ansonsten haben wir uns von Woche zu Woche mehr eingegruft und mehr gefunden auch als Familie. Das heißt, es ist eigentlich, muss man endlos Urlaub machen, das wird immer schöner. Gar nicht vorzustellen, wie es nächste oder übernächste Woche wäre. Die Kinder freuen sich auf ihr Spielzeug zu Hause, weil das hat so ein bisschen gefehlt, fand ich. So Kinderzimmer mit ihrem eigenen Spielzeug. Ja, Matilda und Magnus haben sich leider schon viel gestritten. Martha war die ganze Zeit eigentlich ziemlich glücklich und relativ pflegeleicht. Wobei die abends leider auch nicht alleine einschläft, das heißt, man muss sie wirklich lange tragen. Sehr, sehr lange tragen. Also wir haben irgendwie ab 22 Uhr, wenn wir Glück hatten, ein bisschen Sarah und Julius Zeit gehabt. Und vorher haben wir die Kinder ins Bett gebracht. Das geht zu Hause sehr viel besser. Zu Hause schlafen Matilda und Magnus gemeinsam in ihrem Zimmer ab 8 und mit viel weniger Tamtam. Also wir hatten gerade eine gute Schlafphase bei den beiden. Und auch Martha ist viel früher ins Bett gegangen. Die mussten wir zu Hause auch tragen, aber es ging einfach schneller.